Ulm, die Stadt an der Donau mit über 120.000 Einwohnern. Der Hauptbahnhof wird vom Fernverkehr, aber auch von über 10 Regionalzuglinien angefahren. In dieser Doku erfahrt ihr viel Interessantes über die Stadt, die Geschichte der Eisenbahn, den Zugverkehr und vieles mehr. Die Stadt wurde 854 erstmals urkundlich erwähnt. Nachdem Ulm zunächst freie Reichsstadt war, wurde es 1802 bayerisch. 1810 wurde Ulm dann württembergisch. Die Donau wurde die Grenze zwischen dem Königreich Württemberg und dem Kurfürstentum Bayern, wodurch Ulm von seinen südöstlich der Donau gelegenen Gebieten getrennt und zur Grenzstadt wurde. Aus den südöstlich der Donau gelegenen Gebieten entstand die heute immer noch bayerische Stadt Neu-Ulm. Nachdem Ulm 1850 an das Eisenbahnnetz angeschlossen war und unter anderem der Bau des Ulmer Münsters viele Arbeitskräfte benötigte, kam es zu einem starken Anwachsen der Bevölkerungszahl. Während 1840 noch weniger als 20.000 Menschen in Ulm lebten, lebten 1890 36.000 und 1939 75.000 Einwohner in Ulm. Mit 122.000 Einwohnern ist Ulm heute die sechstgrößte Stadt in Baden-Württemberg, hinter Heidelberg und vor Heilbronn. Der Bau des bekannten Ulmer Münsters begann schon 1377 mit der Grundsteinlegung. Das damals natürlich katholische Münster wurde aber erst 1890 nach einer etwa 300-jährigen Baupause als ein evangelisches Münster fertiggestellt. Der 161 Meter hohe Kirchturm ist der höchste, den es auf der Welt gibt. Während dem Zweiten Weltkrieg wurde Ulm schwer getroffen, weshalb es heute wenige historische Gebäude gibt. Die Innenstadt ist sowohl durch moderne als auch durch Gebäude aus der Nachkriegszeit geprägt. Neben dem historischen Münster steht beispielsweise das moderne Stadthaus. Berühmt ist der Sohn der Stadt ist wahrscheinlich der 879 in Ulm geborene Albert Einstein, dessen Eltern aber schon ein Jahr nach seiner Geburt mit ihm nach München zogen. Der Münsterplatz liegt relativ zentral in der Stadt. Von dort kann man in unter 10 Minuten den Hauptbahnhof fußläufig durch die Fußgängerzone erreichen. Ebenfalls gelangt man in unter 10 Minuten zur Donau. Wenn man nun die Donau überquert, ist man auch schon in Neu-Ulm und somit in Bayern. Ulm erhielt, wie bereits erwähnt, den Eisenbahnanschluss 1850 mit der Eröffnung des letzten Abschnittes der Südbahn von Biberach nach Ulm. Der Bahnhof hatte damals schon die gleiche Lage wie der heutige Ulmer Hauptbahnhof. Noch im gleichen Jahr konnte die Strecke über die Garslinger Steige nach Stuttgart in Betrieb gehen. 1853 erhielt dann auch Neu-Ulm von Augsburg aus einen Eisenbahnanschluss. Ein Jahr später wurde dann die Strecke von Neu-Ulm über die Donaubrücke nach Ulm fertiggestellt, sodass der Ulmer Bahnhof zu einem Eisenbahnknoten wurde. 1862 eröffnete die Bayerische Staatsbahn dann die Bahnstrecke von Neu-Ulm nach Memmingen, die ein Jahr später dann bis Kempten im Allgäu führte. Ab 1868 wurde die Donautalbahn von Ulm aus abschnittsweise eröffnet, bis 1873 die Strecke dann bis ins damals hohenzollerische Sigmaringen fertiggestellt war. 1876 wurde dann die Brenzbahn nach Aalen über Heidenheim eröffnet. Damit war das Streckennetz in Ulm und um Ulm herum grundlegend fertiggestellt. Der zentrale Bahnhof in Ulm ist der Hauptbahnhof. Neben ihm gibt es in Ulm aber noch einige Bahnhöfe mit geringerer Bedeutung. An der Südbahn gibt es den Haltepunkt Ulm-Donautal, der von Regionalbahnen Richtung Biberach angefahren wird.
An der Donautalbahn Richtung Sigmaringen liegt der Haltepunkt Ulm-Söflingen. Er wird ebenfalls nur von Regionalbahnen angefahren. An der Brenzbahn nach Aalen liegt noch der Haltepunkt Ulm-Ost, der von der Regionalbahn Ulm-Langenau angefahren wird. In Neu-Ulm gibt es zum einen den viergleisigen, tiefer gelegten Bahnhof. Hier dient ein Mittelbahnsteig den Zügen der Strecke Augsburg-Ulm und einer der Strecke Kempten-Ulm. An der Strecke nach Kempten liegen außerdem die Stationen Gerlenhofen und Finninger Straße, die von Regionalbahnen angefahren werden. Abstellgleise gibt es sowohl westlich der Bahnsteige als auch in der Abstellgruppe Ulm-Ost, die nordöstlich des Bahnhofes liegt. Dort werden vor allem Personenwagen und Triebwagen abgestellt. Nordwestlich des Bahnhofes befindet sich sowohl das RAB-Werk Ulm, in dem zahlreiche Fahrzeuge, vor allem Dieseltriebwagen, Loks und Personenwagen gewartet werden. Als auch der Rangierbahnhof, der südlich der Donautalbahn liegt. Auch hier wurden einige vermutlich nicht mehr benötigte Züge von der RAB abgestellt. Die Weichen und Signale im Ulmer Hauptbahnhof werden von einem Spurplan-Relaisstellwerk aus dem Jahr 1967 gesteuert. Es steht südwestlich der Bahnsteige. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema, dem Hauptbahnhof. Er besitzt einen Hausbahnsteig mit Gleis 1 sowie drei Mittelbahnsteige mit den Gleisen 2 bis 4 und 6 bis 8. Wobei es noch an den Enden des Bahnsteiges der Gleise 4 und 6 die beiden Stumpfgleise 5a und 5b gibt. Auch werden die Bahnsteige teilweise von zwei Zügen gleichzeitig genutzt, sodass es die Unterteilung in Nord und Süd gibt. Richtung München im alten bayerischen Bahnhof gibt es noch drei Stumpfgleise mit Bahnsteigen, die Gleise 25, 27 und 28. Alle Bahnsteige bis auf der Gleise 27 und 28 sind auf 76 cm erhöht. Die Gleise sind mit einer Unterführung mit dem Bahnhofsgebäude verbunden. Aufzüge gibt es dort nicht. Die Gleise 1 bis 6 sind aber durch einen alten Gepäcktunnel, der über Rampen verfügt, barrierefrei zu erreichen. Außerdem gibt es einen mit Aufzügen barrierefreien Bahnhofssteg, der vom Bahnhofsgebäude die Gleise Richtung Westen überquert, aber von dem man nicht zu den Bahnsteigen gelangt. Das Gebäude selbst ist schon das zweite auf diesem Standort. Zunächst stand hier bis zur Zerstörung im Zweiten Weltkrieg ein Empfangsgebäude von 1850. Nach dem Krieg wurde 1953 das heutige Empfangsgebäude eröffnet. Es beinhaltet zum einen im Süden ein Intercity-Hotel, zum anderen zahlreiche Geschäfte sowie Schließfächer. Die Beschilderung im Bahnhof und teilweise auch noch auf den Bahnsteigen stammt noch aus den Anfangszeiten der DB AG.
Wenn man das Bahnhofsgebäude durch den Haupteingang verlässt, dann stand man bisher unter einem Glasdach. Dieses wurde mittlerweile abgerissen, denn der Bahnhofsvorplatz soll im Rahmen von Stuttgart 21 komplett umgestaltet werden. Außerdem soll es ein neues Bahnhofsgebäude geben. Das alles soll bis 2021 realisiert werden. Wenn man dem Bahnhof nun den Rücken kehren will, dann erreicht man zunächst die Haltestelle Hauptbahnhof, von wo die einzige Ulmer Straßenbahn in die 1 sowie Busse abfahren. Außerdem befindet sich südöstlich in der Nähe des Bayerischen Bahnhofs der zentrale Omnibusbahnhof. Von dort fahren weitere Stadt- und Regionalbusse sowie Fernbusse ab. Kommen wir aber nun zum hauptsächlichen Thema, dem Zugverkehr. Die zweistündige Intercity-Express-Linie 11 verbindet Berlin über Braunschweig, Göttingen, Frankfurt Hauptbahnhof und Stuttgart mit München. Zum Einsatz kommen hier die klassischen ICE-1-Züge. Die ICEs fahren immer um die gerade Stunde herum ab. Zur Minute 51 ein ICE nach Berlin Ostbahnhof und 9 Minuten nach der vollen Stunde ein Zug nach München Hauptbahnhof. Die Fahrzeit nach München beträgt etwa 1 Stunde und 20 Minuten. Nach Frankfurt benötigt man 2 Stunden und 20 Minuten. Nach Braunschweig etwa 5 Stunden und nach Berlin Ostbahnhof genau 7 Stunden. Zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember 2017 ändert sich der Laufweg dieser Linie. Nach Frankfurt wird über Erfurt gefahren, von wo es über die VDE 82 weiter über Leipzig nach Berlin geht. Der ebenfalls zweistündige ICE 42 ergänzt den ICE München-Berlin zwischen München und Frankfurt zu einem Stundentakt, wobei der ICE 42 im Gegensatz zum ICE 11 nicht den Hauptbahnhof, sondern den Flughafenbahnhof der Bankenmetropole anfährt und danach über die Schnellfahrstrecke mit 300 km/h nach Köln und weiter über Essen nach Dortmund zu fahren. Musik
Durch die Fahrt über mehrere Schnellfahrstrecken beträgt die Fahrzeit nach Köln nur 3,25 Stunden. Bis Dortmund sind es 4,5 Stunden. Zum Einsatz kommen hier die moderneren ICE-3-Züge, teils auch Velaro D, meist in Doppeltraktion. Die Abfahrt erfolgt hier ähnlich wie beim ICE Berlin-München in Richtung Dortmund zur Minute 50 und nach München zur Minute 10. Um mehr Fahrgastkapazitäten anbieten zu können, verkehrt zwischen Karlsruhe und München der zweischnellige Intercity 60, der mit klassischen Intercity-Wendezügen und der Baureihe 101 gefahren wird. Die Fahrzeit nach Stuttgart beträgt hier trotz der zusätzlichen Halte in Göppingen und Plochingen nur ca. eine Stunde, mit dem ICE sind es nur ein paar Minuten weniger. Nach Karlsruhe benötigt der Intercity 1 Stunde und 50 Minuten. Nach München beträgt die Fahrzeit aufgrund gleicher Zwischenhalte wie bei den ICEs auch nur etwa 1 Stunde und 20 Minuten. Die Abfahrt Richtung Karlsruhe erfolgt kurz nach dem ICE nach Berlin, 4 Minuten nach der geraden Stunde. Der Gegenzug fuhr schon 8 Minuten vorher zur Minute 56, also kurz vor dem ICE Berlin-München. Ein Zugpaar fährt auch weiter nach Salzburg in Österreich. Und eines nach Karlsruhe weiter über Freiburg nach Basel-Badischer Bahnhof. Die letzte im Takt verkehrende Leistung im Fernverkehr ist der zweistündige Eurocity 62, der Frankfurt über Stuttgart und München mit unterschiedlichen Zielen in Österreich verbindet. Die Abfahrtzeiten sind die gleichen wie bei IC 60, nur dass der IC 62 eben um die ungerade Stunde herumfährt. Nach Klagenfurt wird um 10.57 Uhr, 12.56 Uhr sowie um 16.56 Uhr gefahren, wobei der Zug um 10.57 Uhr aus zwei ÖBB Taurus und Wagenmaterial der ÖBB gebildet wird. Während alle anderen Züge mit Intercity-Wendezügen der DB gefahren werden. Nach Graz gelangt man um 8.56 Uhr und 14.56 Uhr, nach Salzburg um 18.56 Uhr. Taktlücken werden hier durch Verstärker in der Cities gefüllt, die um 6.56 Uhr und 20.56 Uhr nach München fahren. Oh,
Abfahrt der Fernzüge Richtung Stuttgart erfolgt größtenteils vom Hausbahnsteig an Gleis 1. Der in Richtung München meist von Gleis 2. Dass diese Fernzuglinien kurz nacheinander fahren, liegt an der starken Auslastung der Vilstalbahn, also der Strecke Ulm-Stuttgart, damit es nicht andauernd zu Überholungen von Nahverkehrs- oder Güterzügen durch den schnelleren Fernverkehr kommt, fahren die Fernzüge immer gebündelt, also kurz nacheinander. Neben diesen im Takt fahrenden Fernzügen gibt es noch einige einzelne Zugpaare. Zum einen fährt um 7.42 Uhr ein TGV von München nach Paris-Est, um 20.20 Uhr fährt ein TGV wieder zurück von Paris nach München. Außerdem verkehrt ein Zugpaar des österreichischen Railjet. Er verkehrt von Budapest über Wien, München und Stuttgart nach Frankfurt Hauptbahnhof. Er fährt um 7.56 Uhr nach Budapest und um 22.04 Uhr nach Frankfurt. Es verkehrt auch das Zugpaar IC 118-119 zwischen Münster in Westfalen und Innsbruck, wobei zwischen Stuttgart und Lindau mit zwei Dieselloks der Baureihe 218 gefahren wird. Der IC 118 nach Münster fährt um 13.56 Uhr in Ulm ab. Der IC 119 nach Innsbruck um 14.11 Uhr. Zu guter Letzt fährt noch das Zugpaar IC 2012-2013 zwischen Oberstdorf und Hannover, teilweise auch bis Magdeburg und sonntags bis Leipzig. Auch hier kommt zwischen Stuttgart und Oberstdorf ein doppelter Baureihe 218 zum Einsatz. IC 2012 Richtung Hannover fährt um 11.57 Uhr ab, der Gegenzug nach Oberstdorf um 16.15 Uhr. Er fährt ab Ulm aber als Regionalexpress 2013 nach Oberstdorf, wodurch er auf diesem Abschnitt auch mit Nahverkehrsverkehrten benutzt werden darf.
Gleis 4, Einfahrt RB nach Memmingen über Villinger Straße. Kommen wir aber nun zum Regionalverkehr. Der mittlerweile stündliche Interregio-Express Stuttgart-Lindau verbindet die baden-württembergische Landeshauptstadt mit Friedrichshafen und Lindau am Bodensee. Zum Einsatz kommen hier vier moderne Doppelstockwagen. In Ulm erfolgt hier immer ein Lokwechsel. Zwischen Lindau und Ulm werden die Züge von einer Diesellok der Baureihe 218 befördert. Wobei teilweise auch eine der mittlerweile drei Ulmer zum 75er zum Einsatz kommen kann. Nach Stuttgart werden die Züge planmäßig von E-Loks der Baureihe 146.2 befördert. Die Züge aus Stuttgart kommen hier kurz nach der vollen Stunde an. Nachdem die Lok gewechselt wurde, geht es um 12 nach weiter. Biberach ist in 20, Aulendorf in 40 Minuten erreicht. Zum Bodensee in Friedrichshafen dauert es 1 Stunde und 10 Minuten, auf die Bodenseeinsel Lindau 1 Stunde und 40 Minuten. Die Züge Richtung Stuttgart benötigen bis zu ihrem Zielbahnhof aufgrund weniger Zwischenhalte und können damit mit den Fernzügen gut mithalten. Die Abfahrt erfolgt hier zur Minute 54 von Gleis 3 Nord. Die Züge Richtung Bodensee fahren von Gleis 3 Süd ab. Da die RAB aktuell einen ziemlichen Fahrzeugmangel hat, können auch andere Fahrzeuge auf dem IAE zum Einsatz kommen. Wobei man, wenn man einen 611 erwischt, noch Glück gehabt hat. Denn teilweise musste Ulm sogar 628er oder 650er auf dem Interregio-Express einsetzen, obwohl selbst die planmäßigen Doppelstockwagen-Garnituren oft gut gefüllt sind. Außerdem gibt es noch einen zweistündigen Interregio-Express von Ulm nach Friedrichshafen und weiter über Radolfzell und Schaffhausen nach Basel-Badischer Bahnhof. Hier kommt noch ausschließlich die Baureihe 611 zum Einsatz, denn die 612er, die eigentlich mittlerweile auf dieser Linie fahren sollten, haben noch keine Schweizzulassung bzw. die Modernisierung dieser Fahrzeuge wurde noch nicht abgeschlossen. Die Abfahrt in Ulm erfolgt 5 Minuten nach der geraden Stunde, von den Gleisen 6, 7 oder 8. Diese Linie wird auch als IAE-Sprinter bezeichnet, da zwischen Ulm und Friedrichshafen nur in Biberach, Ravensburg und Friedrichshafen Flughafen gehalten wird. Dadurch benötigt der Zug nach Friedrichshafen nur eine Stunde,
nach Schaffhausen 2 Stunden und 10 Minuten, nach Basel 3 Stunden und 10 Minuten. Ähnliche Probleme wie beim IRE Stuttgart-Linda gibt es aktuell auf dem zweistündigen Interrail-Express Ulm-Neustadt im Schwarzwald. Bis September 2016 fuhren hier planmäßig die Neigetechnik-Triebwagen der Baureihe 611. Seitdem sollten 612er fahren, deren Umbau sich aber verzögert. Deshalb kommen auch heute noch größtenteils 611er zum Einsatz. Aber auch 612er können mittlerweile beobachtet werden, genauso wie 628er und auch noch 218er mit N-Wagen, aufgrund des erwähnten Lok- und Triebwagenmangels in Ulm. Diese fuhren auch bis September 2016 planmäßig einen Umlauf nach Neustadt. Im Sommer 2017 fuhr überraschenderweise wieder eine Wende zur Garnitur mit 218er, sogar mit Fahrradwagen. Seit 15. Oktober sollte sie eigentlich nicht mehr fahren. Sie fährt aber aktuell immer noch ohne Fahrradwagen und vermutlich bis zum Fahrplanwechsel. Die Abfahrt erfolgt zur Minute 16 von Gleis 7 Nord. Sigmaringen ist in 1,25 Stunden erreicht. Nach Immending dauert es etwa 2 Stunden, während der Endbahnhof Neustadt nach etwa 3,25 Stunden erreicht ist. Da die hintere Höllentalbahn von Neustadt nach Donaueschingen ab Mai 2018 elektrifiziert werden soll, wird sich der Linienweg dann ändern. Aber auch wie sich der Fahrzeugeinsatz weiterentwickeln wird, bleibt interessant. Unmittelbar mit dem IAE hält der Regionalexpress Ulm-Sigmaringen zusammen. Er verdichtet den IAE auf diesem Abschnitt zu einem Stundentakt. Dabei fährt er auch die gleichen Unterwegshalte an. Nach 11 Minuten ist der Blautopf in Blaubeuren erreicht, in einer halben Stunde ist Munderkingen, nach einer Stunde und 10 Minuten der Endbahnhof in der Hohenzollernstadt Sigmaringen erreicht.
Die Abfahrt erfolgt ja jeweils zur Stunde, wo kein Interregio-Express fährt. Um 16 nach, meist von Gleis 7 oder 8. Zum Einsatz kamen hier auch bis September 2016 planmäßig 6-11er. Im Frühjahr 2017 fuhren schon größtenteils 6-12er. Es können aber auch hier wegen der Probleme der RAB andere Fahrzeuge, wie beispielsweise 6-44er zum Einsatz kommen. Für einen kurzen Zeitraum im Frühling 2017, als auf dem IAE nach Neustadt keine Wendezuggarnitur fuhr, konnte eine solche auf dem Regionalexpress beobachtet werden. Mittlerweile ist dies aber Geschichte. Der letzte Interregio-Express ist der IAE von Ulm nach Aalen. Er verkehrt ebenfalls im 2-Stunden-Takt. Zum Einsatz kamen und kommen hier immer noch größtenteils Triebwagen der Baureihe 611. Sie fahren meist genau zur vollen geraden Stunde von Gleis 5a ab. Wobei dann immer Umsteigemöglichkeit zu den IAEs nach Lindau, Basel und Neustadt besteht. Nach einer halben Stunde ist Heidenheim, nach 50 Minuten Aalen erreicht. Ebenfalls nach Aalen gelangt man mit dem Regionalexpress nach Ellwang, der alle 2 Stunden weiter nach Crailsheim fährt. Hier kommt größtenteils die Baureihe 644 zum Einsatz, die zuvor um Köln im Einsatz war. Teils sind hier aber auch noch 628er anzutreffen. Die Züge fahren meist von Gleis 4 Nord, 5A oder 6 Nord zur Minute 13 ab, wobei die Züge nach Crailsheim immer nach der geraden Stunde, also kurz nach dem Interregio-Express, abfahren. Die Fahrtdauer nach Aalen beträgt mit dem Regionalexpress 1 Stunde und 10 Minuten, nach Ellwang etwa 1,5 Stunden und nach Crailsheim fast 2 Stunden. Der sogenannte Fugger-Express verkehrt stündlich als Regionalexpress über Neu-Ulm, Günzburg, Augsburg und Mähring nach München Hauptbahnhof. Zum Einsatz kommen hier die Triebwagen der Baureihe 440 von DB Regio Allgäu-Schwaben. Der Triebwagen fährt in Ulm zur Minute 23 oder 24 an Gleis 25 im Bayerischen Bahnhof ab.
nach 20 Minuten ist Günzburg, nach einer Stunde 10 Minuten Augsburg und nach knapp 2 Stunden der Münchner Hauptbahnhof erreicht. Der Zug wird in Augsburg mit einem Zugteil aus Treuchtlingen vereinigt. Der letzte Regionalexpress ist der RE von Ulm nach Oberstdorf. Zweistündlich, meist 19 Minuten nach der ungeraden Stunde, fährt ein Regionalexpress über Memmingen und Kempten nach Oberstdorf mit der Baureihe 612. Meistens wird dieser durch einen Regionalexpress nach Kempten bis dorthin zu einem Stundentakt ergänzt. Diese Leistungen werden dann durch 642er erbracht. Sowohl die 612er als auch die 642er sind in Kempten beheimatet. Die Fahrzeit nach Memmingen beträgt 40 Minuten, nach Kempten im Allgäu benötigt man 1 Stunde und 10 Minuten, während Oberstdorf nach genau 2 Stunden erreicht ist. In diese Richtung fährt außerdem eine stündliche Regionalbahn nach Memmingen, die alle Unterwegshalte anfährt. Sie fährt meist zur Minute 56 von verschiedenen Gleisen, teils Gleis 5b, ab. Zum Einsatz kommen die ebenfalls Kemptner 642. Die senden in 10 Minuten, Illertissen in 30 und Memmingen in etwa 50 Minuten erreichen. Bis Senden die gleiche Strecke befährt die Regionalbahn Ulm-Weißenhorn, die ebenfalls stündlich fährt. Hier kommen ebenfalls 642er zum Einsatz. In etwa 50 Minuten ist Weißenhorn erreicht. Dadurch, dass die Züge immer zur Minute 32 abfahren, ergänzen sich die RB Ulm-Memmingen auf dem Abschnitt bis Senden zu einem Halbstundentakt. Meist fährt die RB nach Weißenhorn von Gleis 5b ab. Ebenfalls stündliche RB ist die RB von Ulm nach Biberach Süd. Diese fährt zur Minute 34 von Gleis 8 ab. Eingesetzt wurden hier zum Aufnahmezeitpunkt vor allem 628er, aber auch Regio Shuttles, also der Baureihe 650, sind auf dieser Linie anzutreffen.
Die Fahrtzeit nach Laufheimstadt beträgt 20 Minuten. Nach Biberach sind es etwa 45 Minuten. Und nach weiteren 5 Minuten ist der Endpunkt Biberach Süd erreicht. Diese Linie befährt nach Laupheim West an der Südbahn kurz die Stichstrecke nach Laupheim Stadt. Danach geht es wieder über die Südbahn nach Biberach Süd. Eine weitere Möglichkeit, neben dem IAE Lindau-Stuttgart mit dem Nahverkehr in die Landeshauptstadt Stuttgart zu fahren, ist die stündliche Regionalbahn Ulm-Stuttgart. Sie fährt meistens zur Minute 38 von Gleis 3 Nord ab, wobei Abfahrtszeit und Gleis auch wegen der vielen Fernzüge variieren kann. Hier kommt größtenteils die Baureihe 146.2 mit Doppelstockwagen zum Einsatz. Teilweise fahren aber auch noch N-Wagen mit E-Loks der Baureihe 111 oder 147. Da die RB an allen Unterwegsbahnhöfen hält, benötigt sie nach Geislingen an der Steige etwa eine halbe Stunde. Dort wird sie von Fernzügen überholt, weshalb Göppingen erst in 1 Stunde und 10 Minuten und Stuttgart Hauptbahnhof erst nach 1 Stunde und 50 Minuten erreicht ist. Die einzige Nahverkehrsleistung in Ulm, die nicht von der DB Regio erbracht wird, sind die stündlichen, regionalbahnähnlichen Agilis-Züge nach Ingolstadt. Sie fahren immer zur Minute 48, meist von Gleis 28 im Bayerischen Bahnhof ab. Über Neu-Ulm wird nach 18 Minuten Günzburg, nach etwa 1 Stunde Donauwörth und nach fast 2 Stunden der Endbahnhof in Ingolstadt erreicht. Zum Einsatz kommen hier, wie beim Fugger-Express, die Triebwagen der Baureihe 440, hier aber in der auffallenden Lackierung der Agilis. Eine stündliche Regionalbahn verbindet Ehingen an der Donautalbahn über Ulm mit Langenau an der Brenzbahn. Teilweise fahren diese Züge auch weiter, nach Munderkingen oder Ramingen. Die Fahrzeit von Ehingen nach Langenau beträgt etwas mehr als eine Stunde. Von Ulm nach Blaubeuren sind es 17 Minuten, nach Ehingen 34. Zum Einsatz kommen hier noch die klassischen Dieseltriebwagen der Baureihe 628. Da diese eine schlechte Beschleunigung haben, gibt es in Ulm auch einige Einheiten, die aus zwei Motorwagen, also zwei 628ern, bestehen. Die Abfahrt Richtung Ehingen erfolgt von Gleis 4 Nord, meist zur Minute 35 nach einem Aufenthalt von 7 Minuten für den Fahrtrichtungswechsel. Der Gegenzug nach Langenau fährt nach einer Wendezeit von 5 Minuten zur Minute 30 an Gleis 6 Nord ab. Hinweis: Das Rauchen und Fahren wird bis
Im Ulmer Hauptbahnhof herrscht reger Güterverkehr. Güterzüge, die Relationen Kronwestheim-München oder umgekehrt fahren, die fahren den Bahnhof zum Beispiel über das bahnsteiglose Gleis zwischen Gleis 1 und 2. Güterzüge von der Südbahn oder aus Richtung Neu-Ulm zum Ulmer Rangierbahnhof fahren westlich an den Bahnsteigen vorbei. Hier kann teilweise auch das Umsetzen der Loks von Güterzügen oder Rangierfahrten zum RAB-Werk bzw. auf ein Abstellgleis beobachtet werden. Das war meine Doku über den Ulmer Hauptbahnhof. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.